Vielleicht könnte mir jemand erklären, wie dieser Berg im Hintergrund heißt und dieser Fluss, der hier fließt, heißt. Weiß das vielleicht jemand? Grüße Sie und grüße euch. Es wird jetzt ruhiger werden, obwohl wir jetzt gerade diesen Ex-Hurricane Kirk über uns haben. Und es ist draußen in einigen Regionen überhaupt nicht windig. Also jetzt in den Frühstunden, und in anderen Regionen steppt der Bär. Und das sind die Windspitzen bis 5 Uhr heute früh gewesen. Im Südwesten ist das Windfeld angekommen. Rund um den Schwarzwald und auf der Alp waren mit die höchsten Spitzenböen erreicht. Zum Beispiel auf dem Feldberg knapp 160 Sachen, auf der Hornigsrinde 114 Kilometer pro Stunde und Freiburg im Breisgau, also unten, 109 Kilometer pro Stunde. In Stötten waren es 108, dann auf der Wasserkuppe in der Rhön etwas über 100. Und so zog sich das runter bis über 80 Kilometer pro Stunde. Und so wird es weitergehen. Bis etwa 8 Uhr haben wir diese größten Windspitzen im Osten. Die ziehen sich dann immer weiter um 11 Uhr nach Nordosten zurück. Und um 14 Uhr ist das dann größtenteils durchgezogen. Es bleibt zwar noch sehr windig, aber Stunde um Stunde wird der Wind abflauen. Und dann ist das Gröbste und Größte durch. Und es ist keine große Dramatik im Sinne von, dass da ein Wahnsinnstief über uns hinweggezogen ist, das alles plattgewalzt hat. Natürlich werden örtlich Bäume umstürzen und sind auch umgestürzt, aber die verbreiteten Verwüstungen hat es nicht gegeben. Und wisst ihr, woran man erkennt, dass man es gar nicht so schlecht eingeschätzt hat? Es gibt welche, die beschweren sich, du spielst es herunter, und es gibt welche, die beschweren sich, halten sich die Waage, du übertreibst. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Kommen wir zum Niederschlag vom europäischen ECMWF-Modell. Da muss man aber dazu sagen, dass da die Stunden der Nacht noch mit drin sind für die nächsten 10 Tage. Da wird nicht mehr so viel runterkommen. Das meiste im Alpenraum hier auf der Alpensüdseite und im Westen Deutschlands. Das amerikanische Modell macht deutlich weniger Niederschlag, weil eben aus der Nacht schon viel rausgerechnet ist. Und das ist die Karte eben für die nächsten 10 Tage. Und Achtung! Trommelwirbel, Wimsalabim. Nochmal ein paar Tage später, nämlich bis zum 25. Oktober, kommt so gut wie gar nichts dazu. Das spricht für eine ausgeprägte Hochdrucklage. Schauen wir mal kurz auf die Ensembles. Beginnen mal wieder im Nordwesten, und zwar in Amsterdam. Ihr kennt die Linien. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, und die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir in den verschiedenen Farben finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Da ist im Prinzip nichts los. Und hier oben turnen der Haupt- und der Kontrolllauf, Hauptlauf in grün und Kontrolllauf in dunkelblau rum, und sind in einer sehr warmen Hochdrucklage. Das europäische ECMWF-Modell zeigt eine insgesamt ähnliche Grundstruktur, nur mit ein paar Niederschlägen mehr. Wir gehen in den Südosten nach Salzburg. Da sind die Temperaturen in 1500 Meter Höhe nicht so hoch. Das liegt daran, dass wir es mit einem Hoch über Ost- und Nordeuropa zu tun haben. Da ist die größte Wärme an der Südwestflanke des Hochs und an der Westflanke, wo auch Amsterdam dazu gehört. Aber im Südosten kommt um dieses Hoch herum kühlere Luft herangezogen. Deshalb sind hier die Temperaturen gedämpfter. Einzelne Niederschläge sind mal bei gewissen Läufen dabei. Und das ist auch beim europäischen ECMWF-Modell so. Und dann kam eine Bitte auf, mal nach Malle zu schauen. Da ist es jetzt zwar schön, wird aber kühler. Und dann gehen die Temperaturen nach oben, und dann kommt hier um den 14.15., das ist der Beginn der nächsten Woche, ein Regenklecks. Dann wird es kurz trocken, und dann kommt der nächste Regenklecks. Das heißt, rund um den westlichen Mittelmeerraum wird es in der nächsten Zeit relativ nass weitergehen. Erst mit überdurchschnittlichen, dann mit durchschnittlichen Temperaturen, sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Modell. Und wenn wir nochmal die Niederschlagssummen zu Rate ziehen, die wir eben gesehen haben, für die nächsten rund 2 Wochen, da haben wir wieder unsere Niederschläge, und hier sind die Balearen. Da wird es auch nass werden. Hier ist Italien, Mittelitalien bleibt trocken, und im Balkanbereich beispielsweise, vor allen Dingen aber auf der Iberischen Halbinsel, wird sehr viel Regen runterkommen. Und das ist gut für die Natur hier, dass zu Beginn des Winterhalbjahres da endlich mal jede Menge Regen fällt. Manches mal sicherlich zu viel des Guten, aber für die Natur, für die Stauseen ist das gut. Der Regen, der heute Nacht kam, es war einiges im Westen, da hat es geschüttet ohne Ende. Deutschlandweit gemittelt waren es 8 Liter, da kam dann noch ein bisschen was dazu. Umgekehrt gab es nur im Südosten Sonnenschein. Dieser Sonnenschein hier war aber noch total warm. Schauen wir auf die Tiefstwerte. 3 Grad waren es in Oberstdorf,
14 Grad in Manchno und 14 Grad auch auf Helgoland. Da waren nur ein paar Zehntel Grad dazwischen, war also eine sehr milde Nacht. Und tagsüber gab es 12 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und 23 Grad im Alpenvorland mit Föhn. Und das sind die wärmsten Werte gewesen. Und achtet mal bitte hier auf die zweite Spalte. Da steht 23.50 Uhr. Das heißt, um 23.50 Uhr wurde für den Tag der Höchstwert erreicht, in Piding beispielsweise, in Freiburg oder auch hier in Baden-Baden, also in der Nacht. Das ist eben der Wind gewesen, der die extrem warme Luft von oben nach unten durchmischt hat. Kommen wir zur Wetterlage jetzt. Da wird andersrum gemischt. Und zwar kommt jetzt kühlere Luft herangezogen. Die Isobarendrängung, die liniengleichen Luftdrucks nehmen ab. Das alte Tief Kirk zieht jetzt hier über die nördliche Ostsee weiter nach Norden in dieses steuernde Tief rein. Und vorübergehend bekommen wir es mit deutlich kühlerer Luft zu tun. Dann baut sich vorübergehend ein Hoch auf, am Montag dann wieder. Ein kleines Tief, das uns am Sonntag noch ärgert, zieht nach Osten ab. Die Temperaturen sind relativ schattig. Und dann kommt die neue Hochdrucklage in der kommenden Woche mit einem Skandinavien-Hoch hier und einer Ostströmung unter dem Hoch, die dann kühlere Luft bringt. Wir haben zwar in 1500 Meter Höhe recht warme Temperaturen im Südwesten, um die 10 Grad. Und manche gehen dann davon aus, dass wir über 20 Grad bekommen. Ist nichts. Solange wir bodennah vom Keil her die kühle Luft aus Osten haben, werden die 20 Grad nicht erreicht werden können. Das geht um diese Jahreszeit nicht mehr, wenn der Wind aus Osten kommt. Jetzt kommt dann auch aus westlichen Richtungen. Heute mit Schauern am Vormittag im Nordwesten. Ein Regengebiet zieht auch über die Alpen. Dann verschwindet Tief Kirk. Und es folgt noch Schauerwetter, vor allen Dingen in der Südwesthälfte. In den Alpen schneit es bis rund 1800 Meter Höhe runter und dazwischen kommt die Sonne heraus. Örtlich sind auch Gewitter dabei und am späteren Nachmittag und gegen Abend lassen die Schauer und Gewitter allgemein nach. Der Wind, klar, stark bis stürmisch, wird aber Stunde um Stunde am Nachmittag auch nachlassen. Und die Höchstwerte erreichen 11 bis 17 Grad, wobei die Temperaturen, die Höchstwerte meist schon am Vormittag erreicht werden. Im Osten werden es nochmal 18 bis örtlich 22 Grad, vor allen Dingen im Osten Österreichs. Morgen haben wir anfangs an den Alpen und im Südosten noch Regen. Ein paar Schauer sind auch an der See unterwegs. Die werden weniger, im Südosten auch weniger. Die Sonne scheint dann häufiger. Es wird also ein deutlich freundlicherer Tag werden als jetzt zuletzt. Und auch der Wind wird nachlassen. An den Küsten weht er noch stark bis stürmisch aus westlichen Richtungen, sonst flaut der Wind weiter ab. 7 Grad sind es in den östlichen Mittelgebirgen, 15 Grad am Ober- und Hochrhein und 15 bis 19 Grad im Südosten Österreichs. Am Samstag haben wir im Osten noch Sonnenschein, aber im äußersten Osten. Sonst kommen wieder neue Wolken herangezogen und am Nachmittag gibt es im Südwesten wieder Regen. Entsprechend haben wir hier mit stark auffrischendem Südostwind im Südwesten Regen, sonst Sonne und immer mehr Wolken bei 9 bis 17 Grad. Am Sonntag zieht ein neues Tief durch. Wir haben eben diesen Kaltlufttropfen gesehen. Der zieht Richtung Polen ab und dann verschwindet das Ganze. Bei uns wird es dann am Nachmittag wieder freundlicher. Nur an den Alpen fällt noch längere Zeit Regen. Der Wind ist sehr, sehr ruppig, kommt aus West bis Nordwest und die Höchstwerte erreichen 7 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. 17 Grad sind es im Schweizer Mittelland und im Südosten Österreichs. Am Montag kommt dann so langsam der Hochaufbau. Im Südwesten, vor allen Dingen in der Schweiz, gibt es noch ein bisschen Regen, sonst Wolkenfelder und Sonnenschein. Oft scheint die Sonne milchig matt hindurch. Und von Dienstag an wird es immer freundlicher. Da haben wir einen breiten Streifen mit Sonnenschein rund um die Schweiz. Noch Chancen auf Regen, sonst Sonne und Hochnebel bei 8 bis 18 Grad. Und diesen Temperaturrange halten wir danach von Mittwoch bis voraussichtlich ins nächste Wochenende mit viel Sonnenschein in der Nordwesthälfte. Im Osten sind immer mal wieder Hochnebelbatzen unterwegs. Vielleicht auch mal ein Schauer, speziell im Osten Österreichs. Und in der Schweiz sind auch immer mal wieder dichtere Wolken unterwegs. Und wir haben jede Menge Ost. Wind. Kommen wir zu den Ensembles im Norden Deutschlands. Alles sehr einfach. Zieht sich das hier fast gleich durch. Hinten raus gibt es ein paar kältere Läufe und ein paar mildere Läufe. Klar, der Range geht hoch. Niederschlagssignale nicht sehr stark ausgeprägt. Im Westen auch hier knapp unter 15, dann um die 15 Grad. Mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Niederschlagssignale halten sich in Grenzen. In der Mitte genauso. Im Osten ein bisschen wärmer jetzt am Anfang, dann auch hier um die 15 Grad maximal ein paar Niederschlagssignale. Wir müssen aber vorsichtig sein mit dem direkten Modelloutput und den um die 15 Grad.
Da ist eine Inversion, eine mögliche, nicht mit einberechnet. Es kann also sein, dass die Temperaturen niedriger sind. Im Süden Deutschlands auch die gleichen Temperaturen. Anfangs mal gelegentlich ein bisschen Regen, später ein paar Niederschlagssignale, nicht allzu viel. In Luzern in der Schweiz genauso, ein paar Niederschlagssignale mehr. Und zu guter Letzt auf der Alpensüdseite hier in der Steiermark in Graz erstmal sehr milde Temperaturen. Und dann gehen hier die Temperaturen sogar ein bisschen nach runter. Und das sind einige Läufe dabei, die in den Nachtfrostbereich gehen und zwischendurch auch Niederschlagssignale. Das liegt daran, dass dieses kräftige Hoch über Nordeuropa seine Ausläufer bis zum Alpenraum hat. Und im Mittelmeerraum, das haben wir eben an der Niederschlagsvorhersage gesehen, sind mehr Niederschläge unterwegs und die stranden förmlich auf der Alpensüdseite. Und da wäre Graz dabei. Bis später.